Recycling, Verkehr, Strom, Essen, vielleicht Bildung, Politik. Für mich ist Nachhaltigkeit eine Utopie, einerseits weil man es nicht beurteilen kann, aus jeder Sichtweise, ob sich das jetzt wirklich verbessert oder nicht und nicht messen kann. Wenn Phänomene bei allen Veränderungen 2000 Jahre überlebt haben, dann sind sie sozusagen nachhaltig. Also, ob unser Verhalten nachhaltig ist? Ich denke nicht. Es ist bequemer, nicht nachhaltig zu sein. Oft ist es günstiger, nicht nachhaltig zu sein. Es ist auch unserem Interesse, dass wir möglichst genau produzieren, möglichst nichts vorschießen. Wenn man das ganze Bild zeichnen kann und das so zeichnen kann, dass man eben nicht Physik oder Geologie oder was auch immer studiert haben muss, das zu verstehen, dann haben wir nachhaltig was erreicht. Ich habe einem Kind erklären, was Nachhaltigkeit ist. Das ist wie das Sprichwort geben und nehmen. Also einem Kind würde ich vielleicht ein Spielzeug sagen. Und wenn er nachhaltig mit dem Spielzeug spielen, heisst, man macht es nicht kaputt, dass man es am nächsten Tag auch noch brauchen kann. Du hast hier eine Schachtel Güte und wenn jetzt alle auf einmal ist, hat es dann keine mehr für alle anderen. Oder eben nachhaltig denken, neue Güte machen. Der Nachhaltigkeitsbegriff ist ein klug gewählter Begriff. Ich mag noch mehr das Englische, den englischen Begriff Sustainability. Weil da wirklich das Erhalten, eigentlich das lateinische Sustinere drin ist. Wenn die Sustainability nicht mehr da ist, dann hält die Welt nichts mehr zusammen. Dass die Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir uns unser Handeln viel genauer überlegen und die Konsequenzen abschätzen. Wie nachhaltig leben? Ja, es gibt viele Sachen, wo man eigentlich weiss, was dumm ist, was man nicht machen sollte. Man kann ihn schon probieren, dran halten, zum Beispiel. Nicht so viel Fleisch essen, mit dem ÖV reizen, nicht fliegen. Man kann vegetarisch essen, man kann keine Lederprodukte mehr kaufen, alles solche Sachen. Aber ja, die Verführung ist gross. Solange es für mich ewig geht, schaue ich drauf. Mega im Takeaway-Bereich, dass wir für alle Kaltspeisen biologisch abbaubare Produkte verwenden. Dass wir Palmtauer verwenden, dass wir Kaffeebecher aus Altpapier brauchen. Also es passieren ganz viele Sachen im Hintergrund. Wo kann ich in der Bibliothek oder wo kann eine Bibliothek nachhaltig sein, ist natürlich eine interessante Frage, weil wir sehr viele Bücher anschaffen. Da können wir sicher ökologisch oder ökonomisch nicht nachhaltiger werden, weil wir, wenn wir weniger Bücher anschaffen oder weniger Zeitschriften abonnieren, schadet das den Forschenden, unserem Angebot, den Studierenden und damit eben auch der Universität Bern. Wir machen Weltraumforschung. Viel von dem ist einfach grundsätzlich zu verstehen, wie das Sonnensystem funktioniert, wie die Planeten funktionieren, wie Atmosphären funktionieren, aber auch, wie sie sich entwickelt haben. Durch die Weitergabe des Wissens wird es erhalten und dadurch, dass ich es möglichst gut weitergebe und dadurch die Basis für nachfolgende Generationen, dass die dann weiterdenken, dass sie sozusagen auf meinen Schultern und ich stehe auf anderen Schultern, dann vermehren wir uns inhaltlich dieses Wissen, dann vermehren wir alle Möglichkeiten, die wir intellektuell haben und kommen vielleicht auch zu dem Punkt, dass wir es dumm finden, mit dicken Autos in der Gegend herumzufahren. Ich habe noch nie in einer Vorlesung etwas von Umweltrecht oder nachhaltiger Entwicklung allgemein, wurde noch nie etwas darüber gesagt. Ich finde das schade, aber es zeigt halt auch, wie unsere Gesellschaft gerade in den Fächern wie eben Wirtschaft und Recht funktioniert. Dort geht es um andere Sachen als um Nachhaltigkeit und das stört mich schon. In anderen Studienfachrichtungen würde sich das Bewusstsein vielleicht eben verstärken, wenn man Vorlesungen integrieren würde, Seminare integrieren würde. Ich glaube, dass wir in der Forschung relativ weit sind und dass es an der Umsetzung, an der Akzeptanz und dann letztlich an der Handlungswirksamkeit mangelt, glaube ich eben, dass wir in der Lehre viel tun können und müssen. Nachhaltigkeit ist zu wichtig, als dass man es einfach so als Marketing-Schlagwort verkommen lässt. Wenn Firmen oder Organisationen wie die Universität Bern das Wort benutzen in jedem zweiten Satz
und dann keine Taten folgen und dann sich schon eben so ein Label verliehen bekommen. Und ich finde, das muss man sich zuerst verdienen. Ich finde die Uni Bern grundsätzlich nicht sehr nachhaltig. Es gibt Initiativen und von denen weiß man so ungefähr ein bisschen. Ich finde, es braucht zum Beispiel eine grundsätzliche Renovierung der ganzen Infrastruktur. Hier hat die Universität auch nur eingeschränkte Möglichkeiten, weil die Gebäude ja nicht uns gehören. Bei Neubauten ist sehr viel passiert. Also das ist wunderbar. Die Schnelllebigkeit in der Forschung ist durchaus etwas, das ein Problem darstellt. Die Daten sind sehr schnell veraltet, aber nicht nur das, sondern wir sind angehalten, viel zu produzieren, zu publizieren. Aber man hat selber und auch die anderen Leute keine Zeit mehr, die Dinge zu lesen. Ich glaube, es liegt an uns, das zu verändern. Also das heißt mit anderen Worten, wir können diesen Druck rausnehmen. Wir können das auch sagen, es geht mir nicht nur um die Zahl der Papers, es geht auch um die Qualität. Wenn einmal 2 Jahre nichts publiziert wird und dann kommt ein ganz tolles Paper heraus, dann hat sich das gelohnt, auf das zu warten. Also Bene gibt es jetzt seit circa 1,5 Jahren. Wir sind ein Verein von momentan noch Studierenden. Wir sind auch offen für Mitarbeitende der Universität Bern. Und wir wollen uns einfach für eine nachhaltige Entwicklung der Universität Bern einsetzen. Wenn man den Studenten die Möglichkeit gibt, nachhaltig zu sein, auf einer einfachen, simplen Basis, dann sind sehr viele dabei. An der Uni hat es seit einem Jahr, gibt es die sogenannten Abfalltrennungssysteme. Mir ist aufgefallen, dass man recyceln kann, PET, Alu, Papier. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ich muss es eigentlich so ausholen, dass die Leute nur immer so viel machen, wie man ihnen bereitstellt. Ich habe das Gefühl, wenn jeder etwas Kleines dazu beiträgt, dann gibt es ja vielleicht im Ganzen näher eine kleine Veränderung. Ob man jetzt das Licht brennen lässt oder nicht, das sind ja kleine Sachen. Und die sind schnell machbar, ohne eigentlich selber einen großen Nachteil zu haben. Bewusstsein schaffen finde ich wichtig und auch vielleicht nicht nur so ein bisschen das Bewusstsein schaffen, sondern vielleicht auch mit konkreten Schritten, Vorschlägen. Der No Food Waste Anlass ist zustande gekommen mit dem Verein Bene. Sie haben mich angefragt, ob ich nicht ein Menü kochen könnte, weil ich der Food Waste Papst langsam bin von Bern. Heute speziell mit der Brotlasagne. Brot ist auch bei den Privathaushalten ein Riesenthema, weil Brot so günstig ist und am nächsten Tag wird es nicht mehr gegessen. Hergestellt aus 80% Food Waste, das heißt Lebensmittel, die eigentlich im Biogasabfall gelandet werden. Wir hoffen uns dadurch, dass man natürlich auf Food Waste sensibilisiert wird, dass man wirklich auch sieht, Food Waste kann auch sehr lecker sein und ist eben nicht der Abfall, sondern genauso gut wie jedes andere normale Menü auch. Wir sind zufälligerweise einfach hier zum Mittagessen gekommen. Genau, wie jeden Montag eigentlich. Also ich finde, es ist gut. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber es ist wirklich mega fein. Ich glaube, es ist weniger wichtig, dass man endlich diese eine Nachhaltigkeitsdefinition findet, sondern dass jeder für sich wenigstens im Klaren ist, was heißt das für mich und wie kann ich versuchen, etwas näher in meinem Alltag an diese Nachhaltigkeit zu kommen. Es ist wichtig, eigentlich sich selber auch damit auseinanderzusetzen, um gewisse Werthaltungen halt auch können vermitteln und den Kindern weitergeben. Man kann sich immer verbessern, ganz klar. Was mir manchmal der Wunsch wäre, dass das einfach die Leute oder unsere Gäste sich ein bisschen nachhaltiger würden verhalten. Oder was mich immer sehr stört, zum Beispiel, das ist der Serviettenverbrauch. Das ist auch wichtig, wenn man sich für nachhaltige Entwicklung einsetzen muss, dass man nicht ein Riesenziel vor Augen hat und sich irgendwann auf dem Weg dahin verliert, sondern nachhaltige Entwicklung sagt es ja auch schon, das ist eine Entwicklung Schritt für Schritt. Mein Ziel, und das sage ich schon seit 4 Jahren und ich bin noch nicht viel weitergekommen, aber ich bin optimistisch, wäre, dass keine Studierende oder kein Studierender die Universität verlässt, ohne einmal im eigenen Kontext etwas über Nachhaltigkeit gehört zu haben.